Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt-Nachrichten an diesem wunderbaren Donnerstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die neue Folge Inside Coin morgen reinzieht. Mit Arise, meinem Spiel des Jahres. Echt richtig, richtig gut. Ich habe noch eine kleine Zusatznachricht für euch. Apex Legends, da ist jetzt das Update für die Konsolen da. War ja erstmal ein bisschen ungewiss, wann das kommt. Ist jetzt da. Jetzt kommen wir aber zu unseren richtigen Nachrichten. Und zwar, Microsoft plant jetzt angeblich doch zwei neue Konsolen statt nur einer. Dann Vanquish und Bayonetta werden wohl ein Remaster erhalten. Star Wars Battlefront 2 erhält neuen Inhalt in Form eines Rise of Skywalker Updates und ein neues Outlast-Spiel wurde angekündigt. Raptor is done. We need to get out of here now. Project Scarlet, Microsoft und die neue Konsolengeneration. Da gab es ja schon viele Gerüchte. Mal sollten es zwei neue Konsolen werden, dann sogar drei neue Konsolen. Dann wurde wie gesagt, naja, es kommt nur eine neue Konsole. Aber Kotaku bzw. Jason Schreier von Kotaku will jetzt herausgefunden haben, dass tatsächlich zwei neue Konsolen in Arbeit sind. Einmal eine starke Konsole mit dem Projektnamen Anaconda und dann eine schwächere Konsole ohne Laufwerk mit dem Namen Lockhart und diese soll dann natürlich auch günstiger sein. Diese günstige Lockhart-Konsole wird quasi kein Laufwerk haben, soll auch mehr so auf digital fokussiert sein, wird auch wohl hardwaretechnisch nicht ganz so stark sein. Man sagt, Anaconda soll Spiele mit 4K und 60 Frames abspielen können, Lockhart dann eher 1440p und 60 Frames und es wird dann natürlich der Project X Cloud Service gepusht werden für diese Digital-Konsole. Hört sich alles sehr, sehr krass an. Ich hoffe nicht, dass sich das bewahrheitet, weil ganz ehrlich, wenn da eine Konsole ist, die schwächer als die andere, dann zieht das auch die Grafikqualität für die andere runter. Das finde ich so ein bisschen komisch. Außerdem Phil Spencer hat noch getweetet, er hat schon das Project Scarlet zu Hause und zockt alles da drauf. Der Arsch. So wie es aussieht, bekommen die Spiele Vanquish und Bayonetta ein Remaster, denn die sind im Microsoft Store aufgetaucht. Da steht zum Beispiel, dass eben Vanquish am 17. Februar erscheinen soll und dann eben eine 4K-Auflösung hat und in 60 Frames läuft. Das gleiche trifft auf Bayonetta zu, also auch am gleichen Datum, ebenfalls auch in 4K und 60. Ne? Sind zwei sehr, sehr coole Actionspiele, wenn ihr auf den Stil steht. Vanquish war ja damals unglaublich schnell und hatte so eine coole Slide-Mechanik. Und Bayonetta, tja, kennen wir ja auch alle. Ne? Also mal im Auge behalten, ob sich das bewahrheitet, aber sieht gut aus. Bald kommt ja der neue Star Wars Film in die Kinos und passend dazu wird Star Wars Battlefront 2 auch einen Rise of Skywalker Download erhalten, beziehungsweise ein Update, das ein paar neue Features mit sich bringt, so zum Beispiel einen neuen Planeten. Den Namen weiß man noch nicht genau, aber es ist dieser tropische Dschungelplanet, den man auch in dem neuen Trailer sieht für den neuen Film. Der wird wohl ab dem 20.12. erhältlich sein. Außerdem sollen die Planeten Takodana, Jakku und Starkiller Base dann auch im Koop-Modus spielbar sein. Die First Order bekommt zwei neue spielbare Einheiten, zum einen den Sith Trooper und den Jet Trooper und auf Seiten der Resistance kommt dann der Gunner und die Spioneinheit hinzu. Es wird auch neue Rise of Skywalker Outfits für Rey, Finn und Kylo geben und im Januar dann sollen auch neue Helden hinzukommen, zum einen BB-8 auf Seiten der Guten und BB-9E auf Seiten der Bösen natürlich. Die ganzen Neuerungen sollen ab dem 17. Dezember so peu à peu rauskommen, also behaltet das im Auge, wenn ihr ein bisschen Rise of Skywalker bei Battlefront 2 wollt. Der Horror mit Outlast nimmt kein Ende. Jetzt wurde da ein neues Spiel angekündigt, wird natürlich von Entwickler Red Barrels gemacht. Das Ganze heißt The Outlast Trials. Und das soll jetzt kein direkter Nachfolger zum letzten Outlast-Spiel sein, sondern soll im selben Universum spielen. Das Spiel soll während dem Kalten Krieg stattfinden und man kann es alleine oder im Koop-Modus mit drei anderen Leuten spielen. Und Trials, es soll da irgendwie um Experimente oder Herausforderungen gehen. Mehr weiß man allerdings noch nicht. Die Entwickler halten sich noch sehr bedeckt. Also wie gesagt, das ist wirklich so eine ganz sachte, leichte Ankündigung, wenn man so will. Ich bin gespannt, wahrscheinlich dann auf den Game Awards. Vielleicht lassen sie dann den verseuchten Zombie aus dem roten Fässchen. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.